Ich habe einmal mal beim Karaoke mit einem ziemlich dollen Pegel gesungen und ich kann euch garantiert sagen, es war nicht so geil. Nein, ich habe keine Töne getroffen, ich habe auch gar nichts mehr gehört und ich habe sie durchgeladert. Also, es war wirklich nicht mehr gut und ja, also das kann ich euch definitiv nett empfehlen. Meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Performance-Angst, Bühnenangst und ich bekomme wirklich regelmäßig Kommentare von euch, dass sich viele nicht trauen zum Gesangslehrer zu gehen und sich viele nicht trauen, vor anderen zu singen, aber es gerne wollen und ja, aber diese Hemmschwelle haben und die nicht überwinden können. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und euch ein paar hilfreiche Tipps geben. Über ein Abonnement würde ich mich wahnsinnig freuen. Es sind 90% Zuschauer, die nicht alle abonniert haben, was ziemlich, ziemlich schade ist. Daher würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Like, you know, it's so cool and why not? Okay, das war jetzt so ein bisschen weird, ne? So ein bisschen wie mein Vampire Diaries Make-up. Der Nummer 1 Tipp ist natürlich üben, 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 üben. Und das ist der Grund, warum ich ganz häufig sage, ihr müsst 150% startklar sein, weil wenn ihr dann auf der Bühne steht, gehen 25% an Qualität automatisch weg. Das hat was mit Nervosität zu tun, Aufregung, also dieser chemische Cocktail, der sich dann bildet kurz vor so einer Show, der kann sehr belastend für viele Sänger sein. Das ist sehr nervenaufreibend und dadurch geht eben teilweise bis zu 25% an Qualität weg. Professionelle Sänger kennen das wahrscheinlich auch. Auch wenn du jahrelang aktiv arbeitest, bedeutet das trotzdem nicht, dass du nicht hier und da mal so ein bisschen Angst hattest. Also ganz, ganz wichtig ist erstmal, dass du deine Songs beherrschst, deinen Song erstmal 150% beherrschst. Glaub mir, es passieren Sachen, wie dass du vorher einfach die Texte vergisst, Blackout hast. Es ist mir auch alles schon passiert und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du da tonal einfach sauber bist, dass du die Texte in- und auswendig beherrschst, weil in so einer stressigen Situation vergisst du sogar die Texte von Let It Be und die bestehen, glaube ich, irgendwie nur aus 3 Sätzen und zwar Let It Be, Let It Be, Let It Be, drei Wörter, ne? Also es ist extrem wichtig und ja. Das zweite, was ich dir empfehlen würde, ist, dich selber erstmal aufzunehmen auf dem Sprachrekorder. Da musst du natürlich mal schauen, die Qualität auf einem Sprachrekorder ist einfach deutlich schlechter. Wenn du natürlich singst, dann kann so ein Sprachrekorder diese ganzen Resonanzen nicht aufnehmen, diese ganzen Harmonien, die in einer Note sind, nicht aufnehmen. Das heißt, es leidet sehr an der Qualität und wir hören uns dann auch nochmal ganz, ganz anders. Wir hören uns sowieso anders, weil der Sound, der durch unsere Hohlräume reißt, und rauskommt, klingt anders, als wenn wir ihn hier wahrnehmen. Also es ist sowieso biologisch schon mal so, wie ich den Sound fabriziere und wie ich ihn höre, in meinen Hohlräumen, wie der Sound travelt und wie ich ihn dann aussehe, das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Aber aufnehmen und immer wieder so lange den Song aufnehmen, bis du das Gefühl hast, okay, das klingt jetzt richtig gut. Bei Bühnenangst hilft natürlich unter anderem nur eins und das ist ganz viel Erfahrung sammeln. Erstmal natürlich entgeltlich. Ich würde jedes Open Mic abrattern, was du kannst. Ich würde vor Familienfeiern singen, in kleineren Gruppen. Also ich würde erstmal anfangen, nach Möglichkeiten zu suchen, wo du vor anderen Leuten singen kannst. Und da würde ich natürlich erstmal bei deinen Freunden anfangen, bei deiner Familie und so oft diese Situation üben, bis du das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt mal in einen Open Mic gehen. Der Open Mic, der muss ja auch nicht in deiner Stadt sein, sondern du kannst ja zum Beispiel von Hamburg nach Berlin fahren, da mal so ein Open Mic benutzen und in Berlin kennt dich ja eh keine Sau, deswegen ist das eh egal. Ich kann dich schon verstehen, dass du nicht Lust hast, jetzt gleich bei dir um die Ecke in deiner Heimatstadt oder in deinem Heimatdorf da jetzt zu singen, weil dich dann wahrscheinlich jeder kennt. Aber überleg es dir vielleicht doch irgendwo in ein anderes Open Mic zu gehen und da nochmal vor einer Live-Situation zu singen. Viele meiner Schüler machen, wenn sie Covers auf YouTube hochladen, ist, dass sie ihr Gesicht gar nicht zeigen und zwar, dass sie überhaupt so Lyric-Covers machen. Das heißt, es ist entweder ein Hintergrund da, es sind entweder die Texte, die dort gespiegelt werden, sodass man eigentlich nur ihre Stimme hört. Und das ist eigentlich auch gar keine schlechte Idee, um dort auch so ein bisschen diese Hemmschwelle zu überwinden, um mal deine eigenen Songs und deine Cover-Songs rauszubringen und man sieht in erster Linie vielleicht noch nicht dein Gesicht. Der nächste Tipp, und den finde ich ganz wichtig, ist, wenn wir zum Beispiel Gesangsunterricht haben, ist es für mich hochgradig wichtig, dass wir einen Endtermin haben, dass wir ein Endziel haben. Das heißt, ich möchte zum Dezember beispielsweise auf der Weihnachtsfeier Last Christmas singen. So, und das ist jetzt dein Ziel und auf dieses Ziel arbeiten wir hinaus, sodass du bei diesem Termin gut vorbereitet bist und das ist für dich eine Auftrittssituation, eine Möglichkeit, das Erlernte nochmal vorzusingen.
Ein anderer Tipp ist, und das machen wir Sänger und Schauspieler ganz häufig, wenn wir kurz davor sind, jetzt auf die Bühne zu treten, das sind Atemübungen, die du machen kannst, das sind diese ganzen Bubbles, die du machen kannst. Einatmen, ausatmen, also diese ganzen Atemübungen, die versuchen so ein bisschen die Balance zu kreieren, dass du ein bisschen runterfahren kannst, kurz davor. Jeder ist ja unterschiedlich, es gibt natürlich keine Garantie, dass die hundertprozentig funktionieren, aber sie sind relativ ablenkend. Ich mache sie auch, dass ich immer halt wieder... dass ich immer also einatme, ausatme, dass ich da versuche, diese paar 5 Minuten, die ich habe, runterzukommen, mich zu konzentrieren, alles durchzugehen, nicht mehr ans Handy zu gehen und möglich mich darauf vorzubereiten, dass ich jetzt dort just in dem Moment, einfach in dem Moment aktiv bin, dass ich da jetzt singe und dass ich alles ausblende. Eine andere Möglichkeit ist, wie du so ein bisschen langsam die Hemmschwelle überwindest, ist, dass du natürlich anfängst, Videos von dir zu machen und die deinen Freunden und Verwandten zeigst, sodass du dann sozusagen nicht vor denen live gesungen hast, aber du kannst ihnen das Video zeigen und sagen, hey, Sweetie, was sagst du jetzt dazu? Kannst du mir vielleicht irgendeine Meinung dazu geben? Und frag deine Freunde auch nach konstruktivem Feedback. Ich weiß, es kann sehr verletzend am Anfang sein, aber anders lernt man leider nicht. Und ja, eins der wichtigsten elementaren Tipps, die ich dir geben kann, ist natürlich Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung sammeln. Nicht umsonst sagen viele Profis, man muss einfach alles mitnehmen, was geht, weil man eben diese Hemmschwelle Stück für Stück überwindet. Und ich sag jetzt mal, nach deinem 200. Auftritt wird es wirklich tatsächlich einfacher. Bei manchen geht es nie weg, wie bei Amy Winehouse oder bei Adele, die dann ein bisschen Schnaps vorher trinken und sich dann ein bisschen Mut antrinken. Klar, das gibt es auch, dass einige Leute sagen, oh, ich trinke jetzt vorher nochmal irgendwie einen kleinen Schnaps, aber dann glaube ich nicht, dass es mit einem Schnaps getan ist. Also ich müsste, dass ich trinke ja gar keinen Alkohol mehr seit 3 Jahren, aber ich müsste dann nicht einen ganzen Schnaps trinken, sondern ich müsste das schon ganzen Body trinken. Entschuldige bitte, dass ich das so sage. Also nur der Wodka könnte mich da jetzt irgendwie hemmfrei machen, aber jeder, der mal mit Alkohol gesungen hat, der weiß, also bei einem bestimmten Pegel hast du keine Wahrnehmung mehr. Ich habe einmal mal beim Karaoke mit einem ziemlich dollen Pegel gesungen und ich kann euch garantiert sagen, es war nicht so geil. Nein, ich habe keine Töne getroffen, ich habe auch gar nichts mehr gehört und ich habe sie durchgeladert. Also es war wirklich nicht mehr gut und ja, also das kann ich euch definitiv nett empfehlen. Und noch ganz, was unbedingt eben hilft gegen Bühnenangst, damit man sich hundertprozentig vorbereitet, ist ein Soundcheck vor Ort machen. Ich habe immer mache bis heute immer einen Soundcheck einen Tag vorher oder vor Ort. Ich gehe auch vorher zur Location hin, gucke mir die ganze Location an, spreche mit dem Sound Engineer und ich will hundertprozentig sicher sein, dass der Sound stimmt, dass man mich gut hören und sehen kann und dass das alles reibungslos abgeht und dass es dort keine Rückkopplung gibt oder irgendwelche anderen Probleme. Also ich mache mich vertraut mit was, wo ich da jetzt singe und ja. Was mir natürlich auch noch mit unterhilft, ist, wenn ich dann schon auf der Bühne stehe, sind mir Fixpunkte zu machen. Also ich gucke dann über die Köpfe der Leute. Ist tatsächlich so. Also ich gucke einigen vielleicht auch mal direkt ins Gesicht. Also mittlerweile gucke ich den Leuten schon ins Gesicht und kann die entertainen. Also ich bin jetzt auch 30, mache es nicht zum ersten Mal. Aber für Anfänger kann ich dir definitiv empfehlen, dass du dir Fixpunkte suchst, dass du dich auf diese Fixpunkte konzentrierst und dann guckst du vielleicht jemanden hinten im Raum an oder jemanden in der Mitte im Raum oder keine Ahnung. Manchmal ist ja auch das Licht direkt vor deinen Augen, sodass du dann sowieso die erste Reihe schon mal, also die anderen Reihen nicht siehst, außer die erste Reihe, weil du so geblendet bist. Aber das sind alles Möglichkeiten, die du auch mitunter machen kannst. Ein anderer Tipp ist gegen Bühnenangst, ist, dass du dich vertraut mit der Bühne als solches machst. Das heißt, also nicht nur mit den Räumlichkeiten und Fixpunkten und so weiter, aber dass du wirklich dir Zeit lässt, du gehst auf der Bühne auf und ab, du guckst, also wie stehe ich, wo fange ich an. Viele Bühnen sind anders aufgebaut, viele Plattformen sind anders aufgebaut. Hab also ein gutes Gefühl dafür, wo du jetzt gerade bist in deinem Umfeld und ob das jetzt vielleicht so ein Open Mic ist, guck dir auch das irgendwie an. Ich würde definitiv zu einem Karaoke zum Beispiel gehen, das ist zum Beispiel mein nächster Tipp jetzt. Beim Karaoke kann man eigentlich gar nichts falsch machen, weil da ganz viele Besowskis unterwegs sind. Das heißt, bei so vielen Leuten, außer in Hamburg, ist Karaoke ist ziemlich gut, also da würde ich vielleicht nicht hingehen. Also in Hamburg sind die Leute sehr, sehr stark beim Singen. Aber nach 2 Uhr kannst du dich da auch ausprobieren. Kommt drauf an, wie alt du bist. Mich haben sie mit 16 da immer rausgeworfen. Ich bin ja da immer sehr gerne zum Karaoke gegangen. Habe mich versucht dann immer reinzuschmuggeln, aber die haben mich nicht reingelassen. So. Das sind tatsächlich eine Menge
Tipps, die du machen kannst. Ich glaube, ich würde tatsächlich, mein Lieblingstipp ist, in eine andere Stadt zu fahren und da einfach irgendwie zu singen, weil man eigentlich weiß. Man sieht die Leute eh nicht wieder und ich kenne dieses Gefühl, wenn ich in Hamburg bin, dann habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust, in der Karaoke-Bar zu singen. Das mache ich trotzdem, aber ganz häufig sehe ich immer Bekannte, ich sehe immer Freunde, wenn ich unterwegs bin. Hamburg ist ein Dorf und da kann ich schon verstehen, dass Leute dann sagen, nee, nicht ganz, nee. Ja, ich habe keine Lust, dass mich irgendwie Frau Schmidt von nebenan sieht und mich dann am nächsten Morgen beim Bäcker irgendwie blöd anguckt und sagt, Jana, was hast du denn da gerade gesungen? Was war das denn? Schreibt mir doch eure Tipps in die Kommentare, was hilft euch bei Bühnenangst, bei Performanceangst. Mein Deutsch ist heute auch eingeschlafen. Also schreibt mal in den Kommentaren, was ihr so macht. Vielleicht habt ihr Tipps für unsere Community, wie wir uns da austauschen können. Und vergesst jetzt nicht, bitte die nachfolgenden Videos zu schauen. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Ich bin auch auf Instagram, warum vergesse ich jedes Mal das zu sagen?